Jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich an vielen Abenden unter der Woche vom PC hocke und mein Lieblingsgame Escape from Tarkov spiele. Und da gibt es auf der einen Map den sogenannten Killer, das ist ein Boss, und der eine Zockerkollege, mit dem ich spiele, der hat gemeint, hey, ich habe da eine Connection, der kann 3D-Figuren ausdrucken, du bist doch hier der Künstler, mal den doch mal an, du kannst es doch voll gut. Ich habe zwar keinen Plan, was Tabletop-Figuren bemalen angeht, aber eigentlich wäre es mal ganz lustig. Mal gucken, was bei rauskommt, und dazu habe ich jetzt ein kleines Video vorbereitet. Schaut es euch mal an. Ich hoffe, es gefällt euch. Ja, wir sehen jetzt die Figur hier im Prinzip schon mit der Grundierung aufgetragen. Das Ganze sah als Rohling hier als 3D-Druck so aus. Ich habe ja zwei Figuren bekommen und zwei bemalt, im Prinzip gleichzeitig. Im Video zeige ich euch jetzt aber erst nur anhand von einem Beispiel. Ich habe losgelegt mit der, mit dieser Body Armor. Hier sieht man noch das Beispiel dazu aus dem Game. Ging es erstmal im Prinzip daran, ganz grob die Grundierung aufzutragen hier, also mit dem Beige, den richtigen Ton zu finden. Dann habe ich direkt losgelegt mit dem sogenannten Wash-Ton hier drüber aufzutragen, um so einen Used-Look zu erzeugen. Der Ton hat mir aber nicht ganz gepasst, deswegen habe ich hier nochmal ein bisschen korrigiert. Hier habe ich noch ein paar Details aufgetragen. Und dann eine sensible Stelle ist im Prinzip hier der Schriftzug Killer vorne auf der Weste drauf. Ich habe mich im Prinzip hier so von innen nach außen vorgearbeitet. Am Anfang konnte man noch so ein bisschen schmutziger, sage ich mal, arbeiten. Und dann wird es ein bisschen feiner, musste man dann nach und nach immer mehr darauf achten, nicht die anderen Bereiche zu übermalen. Gerade hier bei dem Rig, dass man hier nicht auf die Body Armor drüber kommt. Muss man hier schon sehr genau sein. Für den Helm und für die Waffe habe ich so einen Metallic Wash mir dazu bestellt, was einen richtig coolen Glanzeffekt, Metallic-Effekt erzeugt hat. Das habe ich jetzt hier für den Helm noch mal ein bisschen Anthrazit-Schwarz drüber gemalt und mit so einem Schwamm im Prinzip abgetupft, damit es so einen Matt-Effekt ergibt. Denn der Helm ist auch im Original nicht ganz so glänzend, sondern eher so ein Metallic-Matt. Besonders lustig wurde es dann im Prinzip hier an den Adidas-Streifen, die super fein sind. Da habe ich mir so einen Pinsel gebastelt, der im Prinzip einfach nur aus zwei, drei Härchen besteht. Damit hat man dann diese Details eigentlich ganz gut hinbekommen. Schwierig war es halt, dass der keine Farbe aufgenommen hat und dann man 100 Mal hier ins Weiß eintunken musste. Aber irgendwie ging es dann am Ende doch ganz gut. Schlecht wäre es hier allerdings, wenn man sich vermalt. Gerade bei dem Weiß, da musste wieder alles übermalen. Aber passiert auch, ist auch mir passiert, habe ich dann im Prinzip schnell trocken geföhnt und dann nochmal korrigiert. Von daher ist alles eigentlich kein Thema. Beim Helm muss man wieder sehr vorsichtig sein. Hier sieht man auch die Vorlage nochmal mit diesen drei Streifen, dass man von vorne bis hinten diese gerade Linie beibehält, dass wenn man vorne in der Mitte anfängt, auch hinten noch weiter in der Mitte ist. Aber ist
darf ja auch ein bisschen, darf ja auch handgemacht aussehen, von daher passt es schon. Zu guter Schluss im Prinzip nur noch diese Patronenhülsen auf dem Boden und dann habe ich hier noch so ein Metal-Finish um diesen Ring herumgesetzt und dann ja, war es das im Prinzip. Ja, und so sieht es am Ende dann aus.